Heute ist Las Vegas Fahrtproduktion nach Bodman-Ludwigshafen gefahren am Bodensee. Wir wollen das neue Parkleitsystem kennenlernen, mit dem Bodman-Ludwigshafen plötzlich an die Spitze katapultiert wurde, was Silicon Valley-Städte betrifft. Weg vom Apfel, weg von der Erdbeer, rein in die Hightech. Auch hier in Bodman-Ludwigshafen wird das einfach erkannt und man muss dabei sein, sagt der Bürgermeister. Mit der neuen Kennzeichenerkennung läuft es auf größeren Parkplätzen in Bodman-Ludwigshafen seit dem 1. Juni so, dass eine Kamera das Nummernschild bei der Einfahrt erfasst. Die ersten 20 Minuten ist das Parken kostenlos. Danach muss der Besucher zahlen, aber erst kurz vor der Abfahrt. Genau das würden viele nicht sehen oder verstehen, erläuterte Eppler. Was wir nicht verstehen ist, dass in Bodman-Ludwigshafen nicht ein Open-Air-Parkhaus entwickelt wurde, wo einfach die Karte am Automat rauskommt. Und wenn man rausfährt, steckt man sie wieder rein in der Kasse und man hat den Betrag. Man bekommt das Wechselgeld aus dem Geldautomaten und alles ist okay. Diese Art von Hightech verstehe ich nicht. Denn was ist im Winter? Die Kameras sind zugeschneit und funktionieren gar nicht. Und da kommt auch kaum jemand an den Bodensee in den Wintermonaten. Die fahren durch in Ludwigshafen Richtung Österreich. Auch jetzt sehe ich schon immer wieder leere Plätze, weil einfach das Verständnis zu dieser Art von Parksystem hier im Süden gar nicht gewollt ist und gleich gar nicht gewünscht wurde. Eine Entscheidung, wo ich eigentlich schon mich fragen muss. Ich lebe ja in Amerika. Wir haben in Amerika das einfachere System und wir sind ja ein Autofahrerland. Manche verstecken ihr Auto jetzt, damit das Kennzeichen nicht erkannt wird. Und mein Gesicht zur Situation, das seht ihr hier. Es hat alles gepasst. Die einen fahren wieder weg und tanken elektrisch. Wissen aber dann auch nicht, dass trotz elektrisch tanken ein Ticket gelöst werden muss. Ich habe es ihnen erklärt und sie waren enttäuscht, denn überall ist tanken elektrisch eigentlich frei. Ich muss jetzt zuerst mal auf die Toilette nach diesen Erfahrungen. Und die Kunst im Bodman-Ludwigshafen, die bleibt uns erhalten. Und die Kunst mit einem 9-Euro-Ticket Ludwigshafen zu erreichen, ist eigentlich die günstigste, ohne große Hightech-Parkanlagen.